Kojima Tsuchita. Er ist einer von nur zwei Abwehrstrategen in der Tischtennis-Bundesliga. Sein attraktives Spiel, hier können wir es sehen, hat ihn in Düsseldorf schnell zum Publikumsliebling werden lassen. Aber Steffen Fetzner war glänzend auf die Spielart des Japaners eingestellt und wusste auch um die Besonderheiten im Spiel Matsushitas. Das Schwierige ist einfach, dass er ein Materialspieler ist. Das heißt, er hat auf der Rückhandseite einen langen Noppenbelag, der meine Rotation wieder zurückbringt. Das heißt, wenn ich mit sehr viel Rotation spiele, kommt auch sehr viel Unterschnitt zurück. Die Rückhandseite angesprochen, das ist bei Matsushita nicht ganz so einfach, denn er dreht natürlich auch während der Ballwechsel den Schläger. Also Rückhandseite in dem Fall die rote, das ist die mit den langen Noppen. Aber das weiß ein Speedy Steffen Fetzner, der im ersten Satz bereits 18-13 geführt hatte. Dann kam der Japaner aber nochmal heran, 19-15 und jetzt 19-16. Relativ selten zu sehen, zu selten sicher aus Sicht des Japaners und der Düsseldorfer Fans. Angriffsbälle, Konterattacken von Matsushita. Deshalb relativ leicht auszurechnen, das Spiel für Steffen Fetzner. Allerdings, er musste geduldig bleiben, der Grenzauer, gegen den Abwehrspieler von Weltklasse. Ist Hektik das Schlimmste, was passieren kann. 19-17. Das war so ein Punkt, den er selbst angesprochen hat. Da fällt man dann mal drauf rein. Auf den Spin, der durch die langen Noppen doppelt zurückkommt. Extremer Schnitt, der Ball über die Netzkante. Mit Glück, die Kante berührt. 20-18. Der erste Ball zu hoch von Matsushita und das nutzt ein erfahrener Mann wie Steffen Fetzner natürlich sofort aus. 21-18, der erste Satz an Fetzner. Und auch im zweiten Führung für den Grenzauer, der ja auch lange für Düsseldorf gespielt hat, 14-12. Von vornherein taktisch glänzend eingestellt. Hat er auch gesagt, er freut sich richtig auf dieses Spiel. Das gibt es ja ganz, ganz selten in der Bundesliga weltweit. Abwehrspezialisten wie früher ein Eberhard Schöler sind Mangelware geworden. Leider aus der Sicht auch vieler Zuschauer, denn attraktiv ist das allemal ein Spiel zwischen einem Angreifer und einem Abwehrspieler. Ball zweimal berührt, sehr faire Geste von Steffen Fetzner, gibt den Punkt. Obwohl es weder der Gegner noch die Schiedsrichter gesehen haben, sofort an Matsushita. Endlich mal die Peitsche. Und nur wenn die kommt, ist ein Abwehrspieler in dieser Spielklasse auch wirklich gefährlich. Der zweite Abwehrspieler, den es noch gibt in der Tischtennis-Bundesliga, Ding Song, spielt für Bad Honnef. Er ist ein Meister auch des Angriffsballes. Und das macht ihn noch gefährlicher als im Moment den Japaner. Thank you.
Matsushita mit einer tollen Serie. Steffen Fetzner ein klein wenig verunsichert. Sicher richtig am Anfang Bälle vorsichtig zu ziehen, aber dann muss der Schuss kommen. Und gegen den so stark unterschnittenen Ball ist das natürlich gefährlich. Und das ist auch das Problem, das man mit den Abwehrspielern eben haben kann, diese Schnittwechsel. Und in diesen engen Phasen, da fällt sogar mal ein Steffen Fetzner drauf. So schnell kann das gehen. 7. Punkt in Folge für Matsushita aus 12-15 aus seiner Sicht. Macht er einen 19-15. Ausgangspunkt, wir erinnern uns, diese faire Geste von Steffen Fetzner, als er den Doppelschlag zugab zum 15-13. Jetzt hat er aber Glück, der Grenzauer, mit dem Kantenball verkürzt auf 16-19. Zum zweiten Mal Glück in Folge. Tja, und in der entscheidenden Phase, da kommt sie nicht, die Peitsche. Auch etwas zu vorsichtig gespielt von Matsushita, der ja vom Zweitligisten SV Plügerhausen kam. Und bisher noch nicht ganz die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat, erfüllen kann. In der Spannung jetzt. Konzentration und Geduld zeigt Steffen Fetzner wieder. Dritter Punkt in Folge für ihn. Zwei Glückliche waren dabei. Und das, obwohl das Aufschlagrecht bei Koji Matsushita liegt, vielleicht auch eine Schwäche im Spiel des Japaners. Mit den eigenen Aufschlägen, da kann er zu wenig daraus machen. Toll vorbereitet und abgeschlossen. 5. Punkt in Folge für Steffen Fetzner. Matchball für ihn. Nochmal mit Hilfe der Netzkante am Ende sicher glücklich zustande gekommen. Der Zweisatzsieg für Steffen Fetzner, dementsprechend glücklich im Interview mit Harald Schulz.